Hallo, wie geht's denn so? Ja, das wird scheinbar mein Standard-Begrüßungsspruch. Hallo, wie geht's denn so? Ja, Dark Souls, es ist lange her. Ein Monat vielleicht wieder. Fangen wir doch einfach mal weiter an. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen das Parieren geübt. Das möchte ich dann gleich mal zeigen und einblenden. Vielleicht am besten jetzt. Wie man sieht, habe ich 10.736 Seelen eingesammelt. Währenddessen. Und ja, heute mal ohne Demo, sondern alleine. Und ich dachte mir, ich mache einfach mal weiter. Toll. Oh, Scheiße. Ich meinte. Ups. Hehe, boah. Ich mach mal weiter ohne Demo. Alleine gegen den Boss. Die nächsten, glaube ich, da kommen soll. Ich glaube, hier runter muss ich da. Ich muss da hin. Na gut, okay. Oh oh. Oh. Scheiben. Oh oh. 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 Ui. Ui, das war. Ui, das war knapp. Glück im Unglück, würde ich sagen. Ja, was wollte ich denn? Ich wollte weiter runter, glaube ich. Boah. Ey. Komm her, du. Na? Komm, na, na, na. Oh, na toll. Gibt's doch nicht. Aha. Also geht doch. So. Ja, da habe ich mal gezeigt, den Typen habe ich erledigt. Remo meinte, da wäre eigentlich nicht so einfach gewesen. Wenn man parieren könnte, nicht könnte. Aber ja, den habe ich halt benutzt, um parieren zu üben und ein paar andere kleinere Gegner auch. Also ja, ich war fleißig in der Zwischenzeit. Oh, ja. So, der ist weg. Ich muss, glaube ich, weiter runter. Den Dieben nehme ich noch mal mit. Kommt da was? Nein. Ach, apropos, ich habe ein paar Items währenddessen gesammelt. Zum Beispiel ein paar Wurfmesser, 40 Stück. Und was noch besonderes, aber das zeige ich euch vielleicht später mal. Gucken. Okay. Wo ist der andere hin? Ah, da. Nur komm her. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo ich musste dahin, genau. So.
So. Now. Aha. Ah. Da war ich ein bisschen zu langsam beim Drücken, aber kein Problem. Dann musste ich darüber. Genau. Ja, so geht auch. Ich weiß noch, einer von den Typen da war eben so ein Venom-Typi. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß jetzt, wer das war. Ja. Ja. Das war der da. Der mit dem Messer. Verdammt. Ja gut. Bock auf Mini-Boss-Kampf? Verdammt. Wurfmesser gefällt. Oh, okay, das geht nicht. Alter. Was soll ich denn dagegen machen können? Das ist mir zu chaotisch. Schau. Heilige. Oh, Alter. Später vielleicht. Heute nicht. Uiuiui, schnell zurück zum Lagerfeuer. Ich frage mich, ob es hier noch ein drittes Lagerfeuer gibt, also so auf der Karte. Ui. Ich frage mich, mit was die überhaupt infiziert sind. Aufregung. So, Seelen eingesaugt, wie in Skyrim. Aha. Ausweichschritt. Gut. Dann. Na komm, ah na toll. Lol, warum habe ich einen Schritt gemacht? Mein Ernst, warum habe ich einen Schritt gemacht? Oh, zweimal Loot, cool. Der Hitschwert, sehr gut, Langschwert, oh. Gut. So, wo ist der Typ mit dem Messer?
Kann ich eigentlich schnell die Treppe hochsteigen, wenn ich Space drücke? Moment. Keine Ahnung. Aber egal, ich rutsch mal runter. Ui. So. Wo ist der Typ? Wer hat das Messer? Was ist der da? Scheiße! Nein, hau ab, hau ab! Hau ab! Wo ist die Leiter? War hier nicht irgendwo eine Leiter? Hier ist eine Leiter. Nimm die Leiter. Oh, stimmt, hier war ja noch so ein Ritter. Ah! Mann, ihr könnt mich mal. Warum hat er das Messer ausgewählt gehabt? Es ist ein Hinterhalt. Ich frag mich, warum ich trete, aber okay. Das war keine Absicht, aber okay. Dann trete ich halt. Oh. Genau, da oben war der Dicke. Hier irgendwas? Nein. Hier hat sich auch alles geholt. Na, hier ist der Typ. Okay. Hier weiter runter? Ich glaube schon. Da hängt ja jemand. Unauffällig. Ah, wie geil. So. Wie kam ich an dem da vorbei? Gar nicht, oder? Er hat noch einen Trank. Soll ich vorbeirennen? Ach komm, was soll's. Solange der mich nicht sieht. Genau so. Ah, cool, danke. Okay, wo ging es noch mal weiter entlang? Was war da oben? Ja, die Stelle, die Anime-Stelle, genau. Demo hat mir gesagt, ich soll mal die Treppe weiter runter. Ah ja, hier ist ja das so ein Symbol. Nein. Ist er nicht. Ach ja, wegen der Flut. Ach, stimmt ja. Oh. Wo ist die Treppe runter? Da ist die Treppe runter. Ja. Guten Tag. Nein.
Nein. Oh oh. Das gibt's doch nicht. Nein. Oh. Damn it. Ja, so viel dazu, dass ich parieren geübt habe. Ah, warte mal. Ich gehe mal einen anderen Weg. Reißen. Da. Ich glaube, es ging da den Turm im Fahrstuhl runter auf der rechten Seite, da wo der erste Venom-Typi ist. Oder so, keine Ahnung. Erstmal Armbrustschützen tot machen. Ach, die Ecke ist ja tot. Dann da weiter runter. Da sind Hundis. Die ignorieren. Genau. Yeah, geil. Oh. Nein. Toll. Das gibt's doch nicht. Geh weh, ne? Ja, geil. Nicht da runterfallen, Hebel ziehen. Und warten. Nicht nach vorne. Oh, genau, es kommt da ein kleiner Anime-Momentum hier. Ach, komm schon. Au. So. Genau. Ach, Alter, hat er mich denn da erschreckt? Genau. Jawohl. Geht doch schneller und sicherer. Welches ist der Typ da wieder? Habe ich eigentlich schon alles abgeguckt? Kann ich probieren einfach? Ja, was ist das denn für Kugel? Oh! Wait, das ist der Boss? Oh ne, warte mal, das ist das Tor. Wait. Oh. Oh. Das ist der Bossraum. Oh. Was ist das? Was ist das für ein saurer Morgenstern? Abendstern? Nein, Morgenstern ist kurz.
Wait. Ich dachte, es ist Lagerfeuer. Was kommt? Mama. Was ist das denn? Alter. Beleg dich. Erfrierung. Was? Fähigkeit der Waffen durch Stand. Was? Okay, ich bin leicht überrascht, aber nur so dezent ganz leicht überrascht. Ja gut, die Pfeile nehme ich mal. Ich sollte, bevor ich die Aufnahme pausiere, definitiv meine Seelen zurückholen. Alter, was zum Teufel? So, wo ist der Typ? Da unten ist er. Toll. Ach komm. Warum ist das so knapp? Immer wenn ich eine Aufnahme mache. Mann. Okay. So, vorsichtig. Nicht verrecken. Oh. Alter, ich dachte, da ist ein Lagerfeuer irgendwo. Aber okay. Okay, scheinbar gibt es hier nur zwei Lagerfeuer. Okay. Ich glaube, hier mache ich einfach mal einen Aufnahmestopp jetzt. Die Seelen hole ich in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao.